werden ja die Begriffe biologisch und ökologisch völlig synonym verwendet. Also ökologisch ist nicht Agrarökologie, sondern das ist biologischer Landbau. Das bitte einfach, ich verwende auch im Text das Synonym, also Ökomodellregionen sind identisch mit Biomodellregionen. Das ist der gleiche Begriff. Ich schicke es einfach voraus, damit nicht eine Verwirrung entsteht und man meint, ich spreche einmal von Agrarökologie und einmal von ökologischem Landbau. Also es geht durchgängig immer um ökologischen Landbau und um Öko-Lebensmittel. So, muss ich kurz schauen, ob ich die Technik beherrsche. Ja, genau. Die Ökomodellregionen in Bayern sind Bestandteil eines umfangreicheren Landesprogrammes, also eines großen Programmpaketes. Das ist 2012 verkündet worden, ist dann ab 2013 operativ geworden und hat bis 2020 gedauert. Und die Maßnahmen in diesem Paket sind in einem ganz engen Zusammenarbeit zwischen den Bio-Anbauverbänden. In Bayern sind da 4 tätig, Bioland, Naturland, Demeter und der Biokreis. Die haben einen gemeinsamen Dachverband, die Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern, die LVÖ. Und die haben in vielen Gesprächen mit dem damaligen Landwirtschaftsminister und seinen Beamten dieses Konzept entwickelt. Und die Grundidee für die Ökomodellregionen stammte tatsächlich von den Bio-Anbauverbänden. Also die wollten ganz stark, dass es diese Ökomodellregionen gibt. Diese Idee ist in vielen Jahren Vorbereitung dort in der Vorstandschaft entwickelt worden. Das Programm hat ja 2020 geendet. Seit 2021 läuft ein Folgeprogramm mit einer neuen Zielsetzung, die auch durch eine gesetzliche Grundlage hat, über das Bayerische Naturschutzgesetz, nämlich 20% bis 2025 und 30% bis 2030 zu erreichen. Das ist sehr, sehr ehrgeizig. Aber auch das alte Programm war ehrgeizig. Damals war das Ziel, den Ökolandbau zu verdoppeln von 2012 bis 2020. Und das ist tatsächlich gelungen. Also 2012 waren in Bayern 6% der Fläche bio bewirtschaftet. Und in 2020 waren es dann tatsächlich 11,8%, also fast 12%. Also Ziel knapp erreicht quasi. Das wird sicherlich nicht leicht, bis 2025 20% zu bekommen. Wir stehen jetzt irgendwo in Bayern zwischen 13% und 14% Biolandbau. Also da ist noch ein ganz schönes Stück Weg zu gehen. Das sind einfach mal ein Überblick der Maßnahmen, die damals ergriffen worden sind. Der Pointer geht, genau. Sie kennen alle solche politischen Programme. Das sind die klassischen Maßnahmen, Verbesserung der Förderung, Verbraucher, Bildung. Und weil wir ja gestern viel auch über die Schule gesprochen haben und gestern Abend auch diese schöne Veranstaltung hatten mit den jungen Schülern, in Bayern wurde auch 2013 eine zweite Fachschule für ökologischen Landbau gegründet. Die erste gibt es schon seit 1989. Die sind jetzt nicht wie bei euch hier in Tschechien in privater Trägerschaft, sondern sind tatsächlich staatliche Fachschulen. Wir haben momentan in Bayern noch 21 landwirtschaftliche Fachschulen. 2 davon sind spezialisiert auf Biolandbau. Es wurden dann auch 2 Akademien für die Fortbildung der Bauern gegründet, wo auch sehr eng mit den Bio-Verbänden zusammengearbeitet wird. Und wir haben auch in enger Zusammenarbeit mit den Ökoverbänden Betriebsnetz aufgebaut mit 100 Betrieben. Dort werden Bauer-zu-Bauer-Gespräche gemacht und die Berufsschulen, die Fachschulen, die Universitäten machen Exkursionen auf diese Betriebe. Also ja, man könnte sagen so Best-Practice-Betriebe. Betriebe so in der Art, wie sie heute Vormittag auch vorgestellt worden sind. Die betreuen wir auch mit dem Kompetenzzentrum Ökolandbau, von dem ich komme. Ja, dann wurde eben dieses Kompetenzzentrum auch eingerichtet 2014. Die Forschung etwas ausgebaut, nicht besonders groß. Und eben, und darum geht es heute, die Ökomodellregionen
in Form von zwei Wettbewerben. Das waren also staatlich ausgeschriebene Wettbewerbe. Wir haben diese Wettbewerbsunterlagen vorbereitet, mit dem Ministerium abgestimmt und dann den Wettbewerb durchgeführt. Und bewerben konnten sich als Ökomodellregionen Zusammenschlüsse von Kommunen, also Gemeinden. Das müssen mindestens 5 Gemeinden sein. Wir empfehlen aber, dass es eher ein bisschen mehr sind, also 8 oder 10 oder noch mehr. Und die Ökomodellregionen sollen auch nicht zu groß sein, damit man nicht den ganzen Tag nur mit Verwaltung verbringt. Und die Obergröße einer Ökomodellregion ist ja, so groß wie ein bayerischer Landkreis. Da kann auch noch eine Stadt dabei sein, eine kreisfreie Stadt. Also Landkreis ist, glaube ich, Okres im Tschechischen, wenn ich das Sie das richtig einordnen können, also zur Größe eines Okres. Wenn Sie Fragen zum Text haben, einfach gerne bitte dazwischen fragen, ja, so dass ich dann nicht einen Monolog halten muss. Ja, 2000 mit dem neuen Programm ist dann noch mein dritter Wettbewerb dazugekommen und der hatte einen unheimlich großen Zuspruch. 2019 war das. Da haben sich 23 Kommunalverbünde beworben, Ökomodellregion zu werden. Und es gibt eine Jury, bestehend aus 10 Personen, besetzt mit Biobauern, Bioverarbeiter, Gastronomen, Geografieprofessor, Forscher und so weiter. Also Bauernverband, also mit den verschiedensten Verbänden. Wichtig war, dass wir den Bauernverband tatsächlich immer mitgenommen haben bei diesem Thema, weil dort gab es auch Widerstände und nicht wenige Widerstände gegen diese Idee der Ökomodellregionen. Das ganz platte Argument der Bauernverbandsfunktionäre war dann immer, ja, ihr macht alles nur für Öko und für uns macht ihr gar nichts. Sie kennen das sicherlich. Und das kann man natürlich am besten... Man kann das ja nicht entkräften, aber man kann sozusagen den Widerstand ein bisschen in Grenzen halten, indem man die Funktionäre dann auch einbindet in diese Entscheidungen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, es zu verhindern. Das ist natürlich auch wichtig. Ja, es wurden dann im neuen Programm auch ein paar weitere Maßnahmen noch angegangen, die hier mal aufgezeigt sind. Also mehr Bio-Lebensmittel in staatlichen Kantinen, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, die nur langsam anläuft. Mehr Bio auch in der Ausbildung von Bäckern, Müllern, Köchen, Metzgern, da sind wir sehr stark dran. Wir haben geschafft, eine Meisterfortbildung jetzt zu generieren. Die geht erstmal über 2 Tage mit einem Praxistag mit den Bäckermeistern zusammen. Und das sind irgendwie spannende Prozesse, wo man dann von den Bäckermeistern wirklich hört, ja, bei dieser Bio-Exkursion waren sie zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Mühle. Man kann sich das nicht vorstellen, dass ein Bäcker noch nie eine Mühle gesehen hat, aber es ist tatsächlich die Realität. Ja, was sind die Ökomodellregionen? Was ist die Zielsetzung? Sie haben im Wesentlichen diese 3 Ziele. Sie fördern Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also einerseits natürlich ist ganz wichtig, den ökologischen Landbau auszubauen, auf der anderen Seite aber auch die Verarbeitung von Öko-Lebensmitteln bis hin zum Verkaufspunkt, Point of Sale, wie man so schön Englisch sagt. Also die gesamte vom Acker, vom Stall bis zur Ladentheke oder bis zur Gastronomie. Ein zweites Ziel ist generell so das Bewusstsein für Ökologie, also für agrarökologische Fragen in den Gemeinden zu fördern und auch in den politischen Gremien dort, also in den Gemeinderäten, in den Kreisräten. Und ganz zentral, und das war sozusagen eigentlich die geniale Idee der Ökoverbände, dass die Kommunen Verantwortung übernehmen auch für den ökologischen Landbau und für das Lebensmittelhandwerk. Also es gibt einen Zusammenhang, also ich weiß nicht, ob das in Tschechien auch so ist, aber in Deutschland haben wir ein Problem, dass immer mehr Bäcker und Metzger, also handwerklich arbeitende
Lebensmittelverarbeiter schließen, auch Dorfgaststätten schließen. Und Bio wird jetzt nicht alle retten, aber für diejenigen, die sich auf das Thema Bio einlassen, ist es in der Regel ein Weg in die Zukunft. Also ich kenne eigentlich keinen Bäcker oder Metzger, der auf Bio umgestellt hat, der dann sozusagen damit nicht seine Zukunft auch mit abgesichert hat. Also da ist keiner pleite gegangen. Und die Kommunen haben mit diesem Projekt eigentlich erstmalig gelernt, dass sie als Gemeinden die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen auf die Landwirtschaft in ihrem Gebiet. Vorher hatten sie das komplett aus der Hand gegeben. Für die Landwirtschaft war der Bauernverband zuständig und das Amt für Landwirtschaft, also die staatliche Landwirtschaftsbehörde. Und viele Bürgermeister und Gemeinderäte waren damit nicht zufrieden, weil sich über die letzten 30 Jahre einfach sehr viele Probleme aufgetürmt haben mit Massentierhaltung in ihren Gemeinden, mit Bodenerosion durch zu viel Maisanbau, mit einer Verarmung der Feldflur. Biodiversität ist immer weniger geworden. Und sie haben aber keine Möglichkeit gesehen zu reagieren. Und jetzt haben sie gemerkt, mit dem Instrument Ökomodellregionen lösen sie nicht alle Probleme, aber sie können Einfluss nehmen auf im Prinzip die Agrarpolitik in ihrem eigenen Territorium. Das sind die vier Handlungsbereiche der Ökomodellregionen. Die Bioerzeugung, also die Urproduktion, die Verarbeitung von Öko-Lebensmitteln. Das muss nicht nur handwerkliche Verarbeitung sein, das kann auch durchaus eine Molkerei, eine Brauerei sein, also auch durchaus größere Lebensmittelverarbeitung. Die Vermarktung und eben der schon erwähnte Bereich Bewusstseinsbildung. Die gesamte Förderung für die Ökomodellregionen ist integriert in die Förderung der ländlichen Entwicklung. Also sie läuft nicht über die normale Agrarförderung, also Agrarumweltprogramme oder investive Förderung, sondern es geht über die Förderung der ländlichen Entwicklung. Ich gehe davon aus, dass es auch bei Ihnen in Tschechien solche Förderinstrumente für die ländliche Entwicklung gibt. Also bei uns war das früher die Flurbereinigung, das wurde dann weiterentwickelt, weil man heute keine Flurbereinigung oder kaum mehr macht. Und diese ländliche Entwicklung hatte, bis wir diese Ökomodellregionen aufgebaut haben, keinerlei Kontakt mit dem Thema ökologischer Landbau. Das war einfach kein Thema für die ländliche Entwicklung und hat damit auch, die haben viel Geld und haben damit auch kein Geld investiert in die Entwicklung der ökologischen Landwirtschaft. Mit den Ökomodellregionen tun sie das jetzt. Und das Spannende ist eben von der ländlichen Entwicklung, dass man hier Ökolandbau, Öko-Lebensmittelverarbeitung verknüpfen kann mit Themen der Regionalentwicklung, aber auch mit Tourismus, mit Fragen der Biodiversität, mit ja auch der Versorgung mit Lebensmitteln. Also auf vielen Dörfern haben wir keine Lebensmittelläden mehr, keinen Bäcker mehr. Die Leute müssen weit fahren, oft 10 Kilometer bis zum Supermarkt in der nächsten Kleinstadt. Und das ist für manche Leute, die einfach nicht so mobil sind, auch ein Problem. Und damit sind natürlich auch Treffpunkte im Dorf verloren gegangen mit dem Verlust der Lebensmittelläden. Und für viele Kommunen ist tatsächlich dieses Thema Ökomodellregionen ein Thema der Wirtschaftsförderung. Also einerseits der ökologische Gedanke, auf der anderen Seite aber ganz, ja, ganz pragmatisch Wirtschaftsförderung. Ja, das Schaubild zeigt jetzt ein bisschen nochmal die Entwicklung. Es sind bisher eben diese drei Wettbewerbe durchgeführt worden. Die Wettbewerbsbedingungen sind relativ einfach. Wer Interesse hat, wir können die gern zur Verfügung stellen, vielleicht für Entwicklung auch hier bei Ihnen in Tschechien. Das ist auf 2 Seiten ganz prägnant geschrieben. Und es geht eben im Kern um Öko-Landbau, Öko-Lebensmittel und am Rande auch um agrarökologische Themen, um
andere Themen der ländlichen Entwicklung. Das sind die fünf Regionen aus dem ersten Wettbewerb. Es gab 7 Bewerber, 5 wurden ausgewählt. Im zweiten Wettbewerb gab es 8 Bewerber, da wurden 7 ausgewählt. Und im dritten Wettbewerb gab es 23 Bewerber, da war die Jury besonders streng, da wurden 15 ausgewählt. Das Ministerium wollte ursprünglich nur 6 Regionen fördern im dritten Wettbewerb, ist dann aber der Macht des Faktischen gewichen und hat Finanzierungsquellen gefunden, um der Empfehlung der Jury, doch 15 Regionen zu fördern, dann auch zu folgen. Und wir sind da sehr froh, dass es tatsächlich auch damals 15 neue Regionen geworden sind. Das ist nochmal die Karte ein bisschen größer. Und schon im zweiten Jahr, nachdem wir gestartet hatten mit den Ökomodellregionen, sind Kollegen aus Hessen, das ist hier nördlich von Bayern, und aus Baden-Württemberg hier im Westen auf uns zugekommen und haben gesagt, ja, wir wollen sowas bei uns auch machen. Könnt ihr uns da unterstützen und beraten? Das haben wir gerne gemacht. Und kurz nachdem Bayern das gemacht hat, haben dann eben Hessen und Baden-Württemberg auch mit Ökomodellregionen begonnen. Und in 2019 dann auch Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Also hier entstehen jetzt auch Ökomodellregionen. Und es gibt andere Regionen in Bayern, andere Bundesländer, wo da auch Überlegungen da sind. Aber ganz konkret ist es eben jetzt 5 Bundesländer: Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wie Sie sehen, sind auch einige Regionen relativ benachbart zu Tschechien, also hier in Oberfranken, der Oberpfalz und in Niederbayern. Wir bekommen jetzt noch eine neue Region dazu, hier der ganze Landkreis Cham, auch direkt benachbart zu Tschechien. Vielleicht bieten sich da künftig auch Möglichkeiten von einer Zusammenarbeit über die Grenze hinweg an. Wär schön. Ja, seit Herbst letzten Jahres lief dann ein 4. Wettbewerb. Die Juryentscheidung ist vor 4 Tagen getroffen worden. Die Empfehlungen liegen jetzt bei unserem Ministerium. Die werden bis Mitte März eine Entscheidung treffen. Und wir gehen davon aus, dass diesmal alle 9 Bewerberregionen auch einen Zuschlag bekommen. Die Bewerbungen waren sehr gut. Die sind auch sehr intensiv betreut worden von uns im Vorfeld, intensiver als bei den ersten 3 Wettbewerben. Ja, das ist jetzt noch mal ein bisschen Statistik. In Bayern hat 2000 Kommunen, etwa ein Viertel liegen in Ökomodellregionen. Das bedeutet aber nicht, dass dort die gesamte Fläche, also das ist nicht wie bei eurer Bioregion, wo 95% Bio sind von den 2500 Hektar. Wir haben hier ganz unterschiedliche Bioanteile. Ich gehe vielleicht nochmal ein Bild zurück. Also wir haben zum Beispiel Gebiete hier wie in Niederbayern, da ist der Bioanteil vielleicht bei 5-6%. Also das sind richtig Entwicklungsregionen. Und wir haben hier Miesbach oder Oberallgäu oder Unterallgäu-Gebiete, da liegt der Bioanteil zwischen 30-35%. Da ist jeder dritte Betrieb ein Biobetrieb. Das sind natürlich die Milchviehregionen, wo das Geld mit der Milch verdient wird, mit dem Käse. Und ein Milchviehbetrieb ist einfach auch, ist einfacher umzustellen auf Bio als ein Geflügel- oder Schweinebetrieb. Das muss man auch dazu sagen. Interessant ist vielleicht noch so diese Zahl, dass tatsächlich hier auch sehr viel passiert ist Richtung Entwicklung des Ökolandbaus, sowohl bei den Regionen, die mit 5% gestartet haben, als auch bei denen, die höher gestartet haben, hat es einen Zuwachs an Biofläche gegeben. Der Zuwachs war natürlich prozentual höher bei denen, die mit geringen Anteilen gestartet haben, so mit 5%, die haben sich verdoppelt auf 10 oder 12%, und die Regionen, die schon mit 30% gestartet sind, die haben jetzt nicht 60%, sondern vielleicht 38%. Aber das ist nicht das wesentliche Argument für die Ökomodellregionen, denn der Zuwachs ist nicht sehr viel größer als im bayerischen Durchschnitt, sondern
wichtig ist, was hier praktisch an Infrastruktur, an Bewusstseinsbildung aufgebaut wird, weil das wirkt dann mittel- bis langfristig. Die Umstellung ist nur eine kurzfristige Wirkung, die kann ich natürlich auch mit Verbesserung der Fördersätze erreichen. Da muss ich nicht unbedingt so viel Manpower in Bewusstseinsbildung stecken. Ja, wie sieht die Förderung der Regionen aus? Am Anfang bestand sie ausschließlich darin, eine Stelle für einen Projektmanager, eine Projektmanagerin zu fördern. Also es gab kein extra Förderprogramm bis vor einem Jahr, also in den ersten 7, 8 Jahren. Das war die Förderung. Der Staat bezahlt für 5 plus 3 Jahre, also mit eben 5 Jahre mit einer Verlängerungsoption, eine Managementstelle. Und wir beraten die Kommunen immer dahin, dass wir sagen, bitte macht eine ganze Stelle, wenn immer das geht. Das Minimum ist eine halbe Stelle. Das machen die meisten Regionen, Gott sei Dank. Also die meisten machen eine ganze Stelle draus. Also wir haben nur 3 kleinere Gemeindeverbünde, die dann halt nur 5 oder 8 Gemeinden haben, die sich ein bisschen schwer tun, eine ganze Stelle zu finanzieren. Die bleiben dann bei der halben Stelle. Und ich hatte es bereits erwähnt, die Mittel kommen aus der integrierten ländlichen Entwicklung, also aus Geldmitteln, die bis 2014 nicht für Ökolandbau verwendet worden sind. Und sie kommen auch aus Sondermitteln, die der Landtag zur Verfügung gestellt hat. Das ist auch wichtig gegenüber in der Diskussion mit den konventionellen Bauern, dass nicht Biogeld abgezweigt worden ist aus Programmen, die sozusagen vielleicht den Hauptnutzen für die konventionelle Landwirtschaft haben, weil dann entsteht so eine Neiddiskussion, ja, ihr nehmt uns Geld weg, um das den Bios zu geben. Nee, in dem Fall hat tatsächlich der Landtag eigene Mittel nochmal generiert für das gesamte Programm Bioregio, wozu eben auch die Ökomodellregionen gehören. Das war in der politischen Diskussion ein ganz wichtiger Anker und Grundsatzentscheidung, weil man sonst aus dieser Neiddiskussion ja Bio gegen konventionell und da werden Mittel umgeschichtet und so weiter, das ist immer eine schwierige Diskussion. Ja, der Zuschuss ist 75% in den ersten 5 Jahren. Die Gemeinden müssen selber 25% zahlen. War damals auf 75.000 Euro pro Region plus 5.000 Euro noch für Sachmittel. Die hatten wir am Anfang im ersten Wettbewerb nicht. Das war ein Fehler, das haben wir dann nachgebessert. Die konnten nicht mal einen Saal mieten, um eine Versammlung zu machen, weil sie kein Budget für die Saalmiete hatten. Also da haben wir dann Gott sei Dank schnell nachbessern können. Also ich wollte damit auch zeigen, es ist nicht immer alles rund gelaufen. Es gibt dann eine degressive Phase, wo praktisch über 3 Jahre der staatliche Zuschuss runtergefahren wird auf 20%. Das hat viele Diskussionen mit den Gemeinden gegeben. Wenn ich eine Empfehlung geben könnte, wenn man das nochmal machen würde, dann wäre es besser, hier nicht auf 20% runterzugehen, sondern nur auf 50%. Denn die Ökomodellregionen, die helfen ja dem Staat, also dem Freistaat Bayern in dem Fall, ganz stark dabei, das Ziel 20-30% Ökolandbau zu erreichen. Also sie sind ein ganz wichtiges Element dafür. Das heißt, der Staat hat ja dann massives Interesse auch. Und die Gemeinden haben natürlich ein Eigeninteresse, das ist klar, aber viele Bürgermeister haben so argumentiert, ja, ihr habt ein Interesse, wir haben ein Interesse, dann teilen wir uns doch das Geld, jeder zahlt 50%, das wäre doch fair. Also das wäre tatsächlich eine bessere Lösung, weil das ist sehr, sehr schwierig in der Akzeptanz durch die Gemeinden und sehr sportlich. Und das haben die Gemeinden nur deswegen akzeptiert, weil wir dann dem Ministerium den Vorschlag unterbreitet hatten, in eine Förderrichtlinie zu gehen. Also raus aus der Projektförderung in eine Förderrichtlinie. Die Förderrichtlinie bietet den Vorteil, dass man damit im Grunde genommen eine Ökomodellregion, also das Management, verstetigen kann.
Das ist auch keine Dauerförderung, aber es ist immer eine Förderung für 7 Jahre. Also hier ab dem 8. Jahr. Man stellt einen neuen Antrag und bekommt das Management für weitere 7 Jahre gefördert. Nach 7 Jahren stellt man wieder einen Antrag, macht wieder 7 Jahre und so weiter und so weiter. Und das haben tatsächlich jetzt viele Gemeinden als Anlass genommen, also viele, ein paar, fangen wir mal so an, und haben gesagt, okay, wir, unsere Projektmanager, die bis dato auf einer Projektstelle waren, die entfristen wir. Das heißt, denen geben wir eine Dauerstelle, weil wir wissen, dass wir immer diese staatliche Kofinanzierung über diese Förderrichtlinie haben, auf die wir zurückgreifen können. Und das haben jetzt 4 von den 26 Regionen gemacht. Die haben ihre Leute entfristet. Und ich rechne fest damit, dass da auch heuer und nächstes Jahr noch weitere dazukommen, die diese Projektstellen auf Dauerstellen umwandeln. Und das ist sehr schön, weil wir damit wirklich neue Akteure im ländlichen Raum bekommen, die sich für Öko-Landbau, für Öko-Lebensmittel einsetzen können. Also wir bekommen einfach dadurch Verstärkung in der Öko-Bewegung. Die Förderrichtlinie hat noch 2 neue Elemente dazugegeben, die auch dieses Gesamtpaket für die Gemeinden akzeptabler gemacht haben, nämlich die Möglichkeit, so kleine Wertschöpfungskettenprojekte zu machen, wo man auch eine halbe Stelle, eine ganze Stelle drauf anstellen kann, wo man zum Beispiel vom Getreideerzeuger über die Mühle bis zum Bäcker gehen kann oder vom Fleischerzeuger über den Metzger bis zum Gastronomen oder bis zu einer großen Kantine oder vom Gerstenerzeuger und vom Hopfenerzeuger bis zur Brauerei, also diese gesamte Wertschöpfungskette bearbeiten kann. Ein weiteres Element sind diese Kleinprojekte, die sind sehr interessant für die Kommunen, denn über die entscheidet sozusagen nicht eine Jury wie bei den größeren Projekten, sondern das wird in den Gemeinden vor Ort entschieden und diese kleinen Jurys sind so zusammengesetzt, dass es dann immer Kommunalpolitiker, meistens die Bürgermeister drin sitzen, also entweder 1 oder 2, es sind immer 3 oder 6 Personen und dann ein weiteres Drittel mit Biobauern besetzt ist oder Bäuerinnen und ein weiteres Drittel mit Bioerzeuger oder Biohändlern besetzt ist, sodass Bio auf jeden Fall in der Diskussion immer die Mehrheit hat und die Kommunalpolitik aber eingebunden ist. Und die entscheiden über die Projekte, die eingereicht werden und die werden mit 50% gefördert. 50% muss der Begünstigte, also ich sage jetzt mal, das könnte zum Beispiel ein Betrieb sein, der ja einen neuen Käsekessel für die Hofkäserei sich anschaffen will oder einen Milchautomaten anschaffen will für den Verkauf oder ein kleiner Bioladen oder Dorfladen, der eine Kühltheke damit anschaffen will. Also gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und diese Förderung ist sehr einfach und sehr breit angelegt und greift dort, wo viele andere Förderprogramme nicht greifen. Also das wird unheimlich gut akzeptiert und zu jedem dieser 5 Projekte, das wird fast vollständig ausgenutzt, gibt es da eine Pressemitteilung und ein Foto und ja, einen Artikel und dann ist der Bürgermeister mit drauf und die finden es ganz prima, dass sie solche Kleinprojekte fördern können. Und die Gemeinden kommen hier relativ billig weg, sie zahlen 5% von dem Kleinprojekt. Also sind da selber ein bisschen beteiligt, aber nicht so, dass es wehtut. Ja, kommen wir zu den Aktivitäten. Oder gibt es Fragen einfach zur Förderung oder zu dem, was ich vorher schon gesagt hatte? Hirschi. Da gibt es ein anderes Mikrofon. Ja, Nico. Rechtlich gesehen will ich fragen, wer ist der Projektträger in der Modellregion? Ist das immer eine Vereinigung von mehreren Gemeinden? Also ist die juristische Person eine der Gemeinden oder der ganze Verband oder wird ein neuer Verband gemacht? Ja, der Projektträger sind tatsächlich die Gemeinden selbst und viele Gemeinden, die sich hier beworben haben, sie haben vorher schon quasi wie in einem Zweckverband sich zusammengeschlossen, um andere Projekte gemeinsam zu machen, also haben Erfahrung in der Zusammenarbeit. Das nennt sich integrierte ländliche Entwicklung. Und dann beschließen die Runde der, sagen wir, 10 Bürgermeister, welcher Bürgermeister ist federführend, wer
Wer ist sozusagen der Hauptträger? Wer macht auch die Abrechnungen dann? Also eine Gemeinde muss sich bereit erklären, die Abrechnungen zu machen. Wir haben inzwischen relativ viele Gemeindeverbünde, wo das nicht solche integrierten ländlichen Entwicklungen sind. Das sind vielleicht noch 40%. 60% sind inzwischen ganze Landkreise. Also da ist der Okres und da gibt es eine ganz klare Verwaltungsstruktur. Da ist es noch einfacher. Hat das die Frage beantwortet? Weitere Fragen? Dann mache ich weiter mit den Aktivitäten. Also um was geht's dort in den Ökomodellregionen? Welche Arbeit machen diese Manager? Die sind Anlaufstelle für Landwirte, aber auch für eben Lebensmittelverarbeiter wie Bäcker, Metzger, Müller, Brauer, die auf Bio umstellen wollen oder die eine Bio-Zertifizierung machen wollen. Das heißt aber nicht, dass der Ökomodellregion-Manager ein komplett Allround-Berater ist, der in der Lage ist, sowohl einen Gastronom als auch eine Mühle umzustellen. Also diese Leute gibt es kaum. Manche bringen Erfahrung mit und können entweder einen ganz guten Bauern umstellen oder einen Bäcker umstellen. Aber meistens muss man dann zusätzlich noch Experten aus der Beratung dazuziehen, die dann diese konkrete Beratungsarbeit machen. Das sind ja oft 2, 3 oder sogar 5 Beratungstermine notwendig, bis eine Mühle ein Biozertifikat unterschreibt. Das geht ja nicht, also ein Prozess, der meistens auch über 2, 3 Jahre geht und nicht von heute auf morgen. Aber wichtig ist, dass eben diese Akteure alle einen Erstansprechpartner haben und der sitzt im Gebiet, der ist nahe da, das ist nicht irgendwie das Landwirtschaftsamt, was ganz weit weg ist oder das Ministerium, sondern eben ein Akteur vor Ort, der, den Sie kennen, der erreichbar ist. Der Aufbau von Wertschöpfungsketten zu den verschiedensten Dingen, Obst, Ackerfrüchte, Milch, Fleisch, also alles, was denkbar ist im landwirtschaftlichen Bereich, Honig, auch gemeinsame Lagerung und Aufbereitung von Früchten gehört zum Beispiel dazu. Wir haben da in der Infrastruktur auch in Deutschland oder in Bayern noch ein großes Defizit. Also die konventionellen Strukturen können hier oft nicht genutzt werden wegen Kontaminationen mit Pflanzenschutzmitteln und so weiter. Also da gibt es noch viel auch zu tun. Regionale Verarbeitung im Bereich Fleisch und Milch ist ein großes Thema. Nicht in allen Regionen wird Biomilch erfasst. Also da gibt es auch Regionen, die sich dann mit dem Aufbau von Hofkäsereien, Hofmolkereien, von mobilen Käsereien und ähnlichen Dingen beschäftigen. Und ein ganz großes Thema bei allen ist Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Tschechien ist, aber bei uns werden heute inzwischen am Endverkaufspunkt in den Supermärkten, in den Naturkostläden insgesamt werden heute dort an allen Verkaufspunkten etwa 8% der Lebensmittel in Bio verkauft. Wertmäßig, nicht mengenmäßig. In der Gemeinschaftsgastronomie, Kantinen und Gaststätten, da ist es nicht mal 1%. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Aber das ist auch eine nicht ganz einfache Arbeit. Ein Kollege hat es mal gesagt, es ist viel einfacher, einen landwirtschaftlichen Betrieb umzustellen, als eine Küche umzustellen. Andere Aktivitäten ist zum Beispiel, hatte ich schon erwähnt, der Bereich Nahversorgung, wieder Dorfläden einzurichten. Sie können sich vorstellen, wir haben da viel diskutiert drüber, aber es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, einen Dorfladen mit 100% Bio zu machen. Es gibt manche Beispiele dafür, wo das funktioniert, aber in der Regel kommt man schneller voran, wenn man hier sich ein gutes Startziel hernimmt und sagt, wir starten mal mit 30% Bio im Dorfladen und bauen das dann in den nächsten 5 Jahren auf 50% aus. Das ist ein guter Kompromiss und den Weg gehen einige. Ja, kommunales Engagement, Bio in den kommunalen Einrichtungen. Die Gemeinden sind ja oft selber Träger für Kindergärten oder Schulen und sind damit fürs Essen verantwortlich und haben die dann Ökomodellregionen werden. Die setzen sich dann
fast alle, muss man sagen, fast alle ein Ziel und sagen, ja, wir wollen hier 30 oder 40 oder 50% Bioanteil, starten vielleicht mit 30 und ziehen das dann über die Jahre ein bisschen hoch. Und das ist ganz wichtig, weil die Kommunen hier direkt in der Verantwortung sind und das selbst umsetzen können. Solidarische Landwirtschaft, soziale Landwirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit sind auch wichtige Geschäftsfelder, die die Manager bedienen. Das sind ein paar Beispiele für erfolgreiche Wertschöpfungsketten. Zum Beispiel hier, das ist sind zwei Regionen, die hier bei dem Thema Senf zusammenarbeiten. Es gibt einen großen Senfhersteller, der ganz Deutschland mit Bio-Senf versorgt, die Biodo in Mühldorf. Und die hatten, bevor dieses Projekt begonnen ist, ich sag mal 95% ihres Senfs in Kanada gekauft, schon als Bio-Senf, aber eben nicht aus Deutschland und schon gleich gar nicht aus Bayern oder auch nicht in Europa, sondern in Kanada. Und sie machen inzwischen jetzt 30% von dem Senf aus Bayerischen, also Senf aus der näheren Umgebung. Und das Ziel ist es natürlich noch weiter auszubauen. Senfanbau ist nicht ganz einfach. Diejenigen von euch, die selber Landwirtschaft machen und schon mal Bio-Senf versucht haben, die wissen das, dass es da durchaus Schädlinge gibt, die da den Anbau so nicht so ganz einfach machen. Ein anderes schönes Beispiel ist eine Mittelgebirgsregion, der Steinwald, also wirklich auch ganz entlegen, auch touristisch nicht besonders erschlossen, wo Mutterkuhhaltung, das glaube ich spielt in Tschechien auch eine große Rolle, Mutterkuhhaltung im Biobereich, und die haben es geschafft, so über einen Metzger biozertifizieren, der Kollege ist hier zu sehen, der Ackermann, und hier ein neues Produkt zu kreieren, den Steinwald-Burger, und der hat richtig gut eingeschlagen, also nicht nur in der Region, so viel Fleisch können sie selber nicht essen, wie sie produzieren, aber in den angrenzenden Metropolregionen, Nürnberg zum Beispiel, wird der gut verkauft. Ja, es sind noch ein paar andere Beispiele, aber ich gehe jetzt nicht auf alle ein. Das ist ein schönes Beispiel aus einer Ökomodellregion im Süden, am Waginger See, ein kleiner Dorfbäcker, der schon vorher Biobäcker war und der musste investieren in eine neue Backstube, Kostenpunkt irgendwo 100 oder 200.000 Euro und hat gesagt, ich kann das nicht. Also ich kann das einfach, ich bin zu klein, ich kann das nicht finanzieren, die Bank gibt mir kein Geld. Und dann wurde über die Ökomodellregion ein Crowdfunding gemacht mit Kunden und Bürgern und die haben Anteile gezeichnet, 500 und 1000 Euro. So dass da heute etwa 200 Kunden diesen Laden mit oder die neue Backstube mitfinanziert haben. Damit war das Kapital da für diese Renovierung und zugleich hat der Bäcker eine starke Kundenbindung, weil wer sich als Miteigentümer der Bäckerei fühlt, der geht dann da auch vielleicht eher mal die Semmel kaufen als im Supermarkt. Also wirklich schönes Beispiel im Bereich Crowdfunding. Und sowas macht natürlich viel Arbeit, das ist klar. Und dafür ist so ein Ökomodellregionenmanagement super nützlich, weil das Bäcker-Ehepaar, die beiden Walichs, die hätten das nie alleine organisieren können. Allein das Klären der rechtlichen Rahmenbedingungen für so ein Crowdfunding oder die Information der Öffentlichkeit, dass es dieses Projekt gibt, das ist mit viel Arbeit verbunden gewesen, hat auch 2 Jahre gedauert, aber war sehr erfolgreich. Also finde ich ein schönes Projekt, wie man auch kleine Strukturen im Biobereich auf dem Dorf erhalten kann. Wenn er kein Geld gefunden hätte, hätte er früher oder später zumachen müssen. Das sind weitere Projekte. Ein großer Müsli-Hersteller, das ist der Geschäftsführer in der Mitte, das sind die Bauern, die ihn beliefern, also ein Teil von den Bauern, sind inzwischen über 30 Bauern. Der hat, ist der größte bayerische Müsli-Hersteller im Bio-Bereich, die machen 100% Bio und eine Firma, die schon seit Ende der 80er Jahre existiert, Bahnhaus, und sie haben ihren Dinkel und ihren Hafer auf dem Weltmarkt gekauft, wie der Senfhersteller, den ich vorher erwähnt hatte, wo sie es halt billig bekommen konnten. Also immer natürlich Bio-Dinkel, Bio-Hafer, aber aus der ganzen Welt und haben durch die Ökomodellregion oder durch 2 Ökomodellregionen, die hier zusammengearbeitet haben, haben sie geschafft, auf 100% regionalen Bezug, also in einem Umkreis von 50 Kilometer beziehen sie jetzt ihren gesamten Dinkel und Hafer. Sie können sich vorstellen, da war viel Arbeit in Infrastruktur, in Logistik, in
Preisgestaltung. Also es geht nur über eine Preisgestaltung. Der Bahnhaus zahlt 5 Euro über durchschnittlichen Marktpreis, weil auch natürlich die ganzen Logistikkosten höher sind als bei einem Bezug aus der von Hafer jetzt aus Schweden oder Litauen ist hier natürlich ein bisschen aufwendiger. Ein paar Projekte aus dem Allgäu, so im Tierbereich mit Ziegen und mit Weidekälbern. Ein großes Dienstleistungszentrum hat die Region Neumarkt gebaut für Trocknung, Reinigung, Entspelzung für Druschfrüchte. So ähnliche Struktur wie ihr, denke ich, da bei Probio auch in Schumperg oder Stare Mesto dann habt, ne? Ja, ein paar Worte noch zu den Strukturen. Das Management ist natürlich hier ganz zentral. Aber einer allein bewegt ja nichts und deswegen braucht er ein Netzwerk von Beratern. Und dazu gehören Kommunalpolitiker, Biobauern, Bäuerinnen, aber auch Ökoverarbeiter oder Ökohändler. Jeder von diesen Leuten hat ja ein eigenes Netzwerk, mit dem er das Projekt und die Projektmanagerin unterstützen kann. Am Anfang hatten wir den Fehler gemacht, wir haben das Steuergruppe genannt, nicht Beraternetzwerk. Und das war dann ein Missverständnis. Die Leute, die in der Steuergruppe waren, die haben dann gemeint, sie müssen der Managerin Arbeit anschaffen. So war es aber nicht gedacht, sondern das Management ist dafür da, um von Personen, von Bauern, von Lebensmittelverarbeitern oder von Händlern, die eine gute Idee haben, die ein gutes Projekt haben, sie dabei zu unterstützen, das zu realisieren. Also ihnen zu helfen, es selbst zu tun und nicht sozusagen für sie in der Backstube zu stehen und oder am Marktstand zu stehen. Da gab es am Anfang durchaus Missverständnisse in dem Bereich. Aber seit das jetzt Beraternetzwerk heißt und nicht mehr Steuergruppe, hat sich das deutlich gebessert. Wichtig ist auch noch dieses dritte Element, die landesweite Betreuung. Wir hatten am Anfang die Befürchtung, wenn man die Regionen alleine arbeiten lässt, dann erfinden sie den Ökolandbau neu, sie machen eine neue EG-Öko-Verordnung, sie kreieren ein neues Label, sie erfinden die Vermarktung komplett neu. Und da ist es immer wichtig, dass es so auch jemanden gibt, der dann den Überblick hat, der weiß, was gibt es schon für Strukturen, der weiß, es gibt schon eine EG-Öko-Verordnung, man muss sie nicht neu schreiben, der auch sagt, also Logo ist das allerletzte, wo man drüber nachdenkt, fangt doch erstmal an sozusagen die Dinge ins Laufen zu bringen und dann können wir in 2 oder 3 oder 5 Jahren wieder über das Logo sprechen, aber nicht vom Logo her anfangen, solche Dinge. Und natürlich auch Fragen der Förderung zu klären. Also Unterstützung in das Bio-Netzwerk rein, was existiert, Förderlotse und Ähnliches. Das sind ein paar Managerinnen und Manager von uns aus den Regionen. Sie unterstützen eben von der Idee. Die Idee muss von unternehmerischen Menschen oder von Gruppen unternehmerischer Menschen kommen. Die unterstützen dann diese Projektentwicklung, Projektrealisierung. Informationsbeschaffung ist ganz wichtig. Jeder hat immer viel zu tun den ganzen Tag und hat einfach nicht die Zeit, sich die notwendige Info zu beschaffen für die Realisierung seiner Projekte. Da bekommt er hier eben dann Unterstützung. Auch die Kommunikation zwischen den Akteuren, sowas wie ein gemeinsames Lager aufzuziehen mit inzwischen 160 Genossen, das braucht viel Kommunikation, viel Begleitung. Und auch die Förderung eines kreativen Umfelds. Also wir haben es tatsächlich geschafft, dass die Ökomodellregionen sowas wie die Ideenschmiede des Ökolandbaus geworden sind in Bayern. Also das ist die Experimentierküche, da wird sozusagen jeden Tag ein neuer Brei angerührt. Nicht jeder ist erfolgreich, nicht jeder schmeckt, aber jeden Tag wird ein neues Rezept ausprobiert. Also da ist unheimlich viel Kreativität drin. Und das sind alles, Sie sehen das ja auch, junge, engagierte Leute, die auch auf verschiedenen Erfahrungen, Hintergründe kommen,
Nicht alle haben Landwirtschaft studiert, manche kommen aus der Lebensmittelbranche, manche sind Biologen, Geografen, also verschiedenste Berufshintergründe. Gutes Beraternetzwerk hatte ich schon erwähnt. Das überspringe ich jetzt, die Rolle der Kommunen nochmal, die Trägerschaft. Irsche hatte das gefragt. Sie sind die Träger, das ist wichtig. Sie machen die Kofinanzierung, das ist auch sehr wichtig. Das ist dann ab dem 8. Jahr ein erheblicher Teil, 80%. Und sie bieten auch eine Infrastruktur, so zum Beispiel einen Büroarbeitsplatz, ja, oder ja, ähnliche Dinge. Sie integrieren das Thema Öko in die Regionalentwicklung und sie unterstützen eben, dass Leitbild verfolgt wird und dass es gut vernetzt ist. Ja, das überspringe ich jetzt einfach, das ist nochmal ein bisschen die Erläuterung zur Arbeit der Managerinnen, aber ich glaube, das habe ich schon ausführlich jetzt gemacht. Und ja, das vielleicht nochmal kurz ein paar Sätze zu dem, was wir als zentrale Betreuungsstellen machen. Wir haben hier inzwischen für die jetzt 35 Regionen sind es dann künftig bei uns am Kompetenzzentrum Ökolandbau 2 Stellen und auch bei der ländlichen Entwicklung 2 Stellen. Die ländliche Entwicklung ist hier mehr für den Bereich Förderung, aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit, hier Internetauftritt, Pressearbeit zuständig. Und wir sind zuständig für die fachlichen Fragen, also alle Fragen rund um den Ökolandbau bis hin zur Ökokontrolle und Fragen zum Ökomarkt. Das betreuen wir und das wird dann über Werkvertrag nach außen vergeben. Sowas wie dieses Bäcker-Projekt, was ich vorher erwähnt hatte, da kaufen wir uns noch Know-how über einen Werkvertrag dazu von einer Kollegin, die da sehr viel Erfahrung hat. Ja, das ist unsere zentrale Homepage. Wenn Sie Interesse haben, gerne mal reinschauen. Da sind wirklich alle Regionen drin, mit den Akteuren, mit den Projekten, die sie machen. Also liest sich wirklich einfach und gut. Das ist sehr anschaulich gestaltet mit vielen Bildern und schönen Praxisbeispielen. Das sind die Kolleginnen hier von uns, die Claudia, die Katharina und die Jutta, die das machen. Also Katharina und Jutta teilen sich eine Stelle, also es sind zwei AK, die diese Betreuung machen. Und das ist nochmal die Homepage von uns, aber wichtig ist diese zentrale Internetseite. Da finden Sie alle Beispiele. Genau, ich schalte die Seite gleich nochmal her, genau, weil das ist dann, da ist sie nochmal drauf und ein paar Beispiele hier aus der Region, aber ich lasse mal die Seite dann nochmal drauf, dann für die, die es noch fotografieren wollen. Genau. Ja, vielen Dank. Das war es von meiner Seite und freue mich auf Fragen oder Diskussionsbeiträge. Ich glaube, wir haben noch knappe 5 Minuten oder 4 Minuten haben wir. Für mich stellt sich jetzt die Frage, was sind so die Ansprüche, die an die Kommunen gestellt werden, dass man sich als Öko-Modellregion bewerben kann? Also was müssen sie erfüllen? Ja, sie müssen eben ein innovatives Konzept abgeben, wo sie klar machen, wie sie in ihrem Gebiet Ökolandbau und Öko-Lebensmittelverarbeitung fördern wollen. Und das muss hinterfüttert sein mit ganz konkreten Akteuren oder Akteursgruppen. Also sollten mindestens 3 gute Ideen drin sein von Leuten, die schon auch wissen, dass sie da drin stehen, die schon gefragt worden sind, dass da ihr Name in dem Konzept steht, weil wenn die Jury dann bereist und sagt, ja, ihr steht da in dem Konzept mit dem, zum Beispiel mit der Idee drin, dass ihr eine Dorfkäserei aufbauen wollt, dann dürfen die nicht bei der Bereisung sagen, davon wissen wir nichts. Also das sind einfach konkrete unternehmerische Menschen mit ihren Projekten, die alle dieses Ziel, Ökolandbau zu fördern, Öko-Lebensmittel zu fördern, verfolgen. Hat es das einigermaßen beantwortet? Vielen herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Ich wollte fragen, wie sieht es mit Bioregionen, Ökoregionen in
Ostdeutschland aus. Dort ist die landwirtschaftliche Struktur der tschechischen sehr ähnlich. Werden auch dort diese Ökoregionen gegründet? Und wie ist es dort mit den Zahlen? Also wir haben das tatsächlich diskutiert, auch schon mit Kollegen aus Thüringen und aus Sachsen. Die Thüringer waren bis vor kurzem der Meinung, sie sind zu klein als Land, um nochmal so Einheiten von Ökomodellregionen zu machen. Also da ist der Entscheidungsprozess noch nicht so weit vorangegangen, aber in Sachsen ist es relativ weit. Dort wurde ja auch vor kurzem ein Kompetenzzentrum Ökolandbau eingerichtet mit Ulf Jeckel als Leiter, den vielleicht manche kennen, der schon über 30 Jahre in Sachsen Ökoberatung macht. Und da nimmt es sehr konkrete Formen an. Wir gehen davon aus, dass es die nächsten 2-3 Jahre dort auch Ökomodellregionen geben wird in Sachsen. Aus den anderen 3 Bundesländern haben wir bisher keine Aktivitäten gehört. Also Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern haben wir bisher nichts gehört. Wir möchten noch klären, aus welchem Geld wird es finanziert? Du hast gesagt, das geht aus dem Geld für ländliche Entwicklung, also aus dem Topf für ländliche Entwicklung der EU. Wir haben etwas Ähnliches. Bei uns nennt man es regionale Aktionsgruppen. Oder geht es aus einem deutschen bzw. bayerischen nationalen Topf? In Bayern in der ländlichen Entwicklung nur teilweise EU-Kofinanzierung nehmen. Und dieses Projekt ist nicht nicht notifiziert. Das heißt, es wird komplett aus bayerischen Mitteln genommen. Und es war auch so, dass, ich habe das vielleicht ein bisschen durcheinander jetzt auch erzählt, ursprünglich war die Finanzierung der Ökomodellregionen hier komplett über diese Sondermittel vom Landtag. Also extra Geld vom Landtag, nur die zugrunde liegenden Rechtsverordnungen für die Förderung, das hat man über die Richtlinie integrierte ländliche Entwicklung abgewickelt. Und erst im dritten Wettbewerb, als dann so viele neue Regionen dazugekommen sind, also dieses Programm hatte Geld für 6 Regionen und man musste 9 weitere fördern, hat man auf weiteres Geld aus der ländlichen Entwicklung zurückgegriffen. Ein bisschen kompliziert, aber es ist tatsächlich nicht EU-notifiziert und auch nicht EU-kofinanziert. Das würde die Sache natürlich ein Stückchen komplizierter machen. Aber es gibt momentan Überlegungen im Rahmen des Bundesprogramms Ökolandbau, auch eine Bund-Länder-Kofinanzierung für Ökomodellregionen einzurichten, sodass es hier eventuell dann künftig eine Möglichkeit gibt, dass das nicht allein aus Landesmitteln finanziert werden muss, sondern dass der Bund hier auch kofinanziert. Und das könnte natürlich ein weiterer Schritt sein Richtung eventuell mal EU-Notifizierung. Aber ich glaube, EU-Notifizierung ist hier noch ein weiter Weg. Máme prostor ještě pro jednu otázku, věci. Jo, wenn es keine Fragen gibt, ich bin den ganzen Tag noch da. Wir sind ja Nachmittag auch noch auf der Podiumsdiskussion, da kann man sicherlich auch noch Fragen stellen oder einfach beim Mittagessen, also mich gerne ansprechen. Und ja, danke für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit und weiterhin eine gute Tagung und viel Erfolg.